Hallo, schön, dass du da bist und dir den Gute-Laune-Film anguckst. Heute starten wir als erst mit einem Gute-Laune-Kuchen. Viel Spaß dabei und schon jetzt guten Appetit. Hi, im Augenblick kann es ja zu Hause ganz schön langweilig werden. Damit dir die Gute-Laune nicht vergeht, bekommst du hier ein paar Gute-Laune-Tipps. Als erstes starten wir heute damit, dass wir zusammen einen Gute-Laune-Kuchen machen. Was das bedeutet und was du dafür brauchst, das findest du jetzt. Dir schon mal viel Spaß dabei! Für unseren Teig brauchen wir Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, 3 Eier, Öl, Essig und hinterher nur ein ganz klein wenig Butter. Für den Belag unseres Gute-Laune-Kuchen brauchen wir Tortenguss, mindestens 2 Bananen und ein Glas Kirsch. Materialien für unseren Gute-Laune-Kuchen sind einmal eine Backform für einen Tortenboden, ein Gitterrost, damit der Tortenboden gleich abkühlen kann, eine Rührmaschine oder eine große Schüssel und ein großer Löffel, wenn ihr es mit der Hand rühren wollt. Hinterher brauchen wir eine Tortenplatte, damit wir den Kuchen schön servieren können. Und ich mache noch so ein tolles Deckchen drauf, damit es noch schöner aussieht. Damit der Teig nicht so in der Form kleben bleibt, brauchen wir noch Paniermehl und zum Einfetten der Form nehme ich noch einen Backpinsel. Als erstes gießen wir einmal die Kirschen in ein Sieb, sodass die ganze Flüssigkeit unten in eine Schüssel läuft. Wichtig, den Saft nicht wegschmeißen, den brauchen wir hinterher noch. Nun können die Kirschen abtropfen und wir können mit dem Teig starten. Das Tolle ist, für das Rezept braucht ihr nur einen Esslöffel. Mit dem könnt ihr alles abmessen. Als erstes kommen 5 Esslöffel Mehl in die Schüssel. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt ruhig viel Mehl auf einen Löffel tun. Dann kommen 4 Esslöffel Zucker. 1, 2, 3, 4. Als nächstes kommen 3 Eier rein. Zum Ei aufschlagen nehmt ihr das Ei in die Hand, haltet es auf die Kante von der Schüssel und brecht es in der Mitte einmal auf. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann kann euch bestimmt Mama, Papa oder einer von euren Geschwistern helfen. Das macht ihr dreimal insgesamt mit 3 Eiern. Fertig. Als nächstes kommen 2 Esslöffel Öl in die Schüssel. Ihr könnt dafür am besten Sonnenblumenöl nehmen. Das schmeckt nicht so doll und ist richtig gut. Nach dem Öl kommt 1 Esslöffel Essig rein. Hört sich komisch an, ist aber so. Am besten nehmt ihr hier einen Essig, der nicht so besonderen Geschmack hat. Also sowas wie Apfelessig oder ich habe hier einen Mangoessig genommen. 1 Esslöffel Essig. Perfekt. Jetzt kommt Vanillezucker. Ein ganzes Päckchen in die Schüssel und ein halbes Päckchen Backpulver. Backpulver braucht man, damit der Kuchen richtig schön aufgeht und fluffig wird. So, das reicht. Jetzt können wir anfangen, alles umzurühren. Achtung, jetzt wird's laut. Rührt ihr so lange, bis der Teig gleichmäßig aussieht, alles gut verrührt ist und cremig ist. Nun müssen wir die Backform vorbereiten. Als erstes nehmt ihr einen Backpinsel, schmiert die Butter ein und dann pinselt ihr die ganze Backform so ein, dass überall Butter ist. Nachdem ich die Form jetzt eingefettet habe, kommt nun Paniermehl drauf. Paniermehl schüttelt ihr einfach
so lange, bis es überall klebt. Deswegen ist auch die Butter so wichtig gewesen. Ich mache das immer über der Spüle bzw. über dem Waschbecken in der Küche, damit, wenn es mal kleckert und am Rand rüber schwappt, es nicht so eine Riesensauerei gibt. Den Rest könnt ihr jetzt zurück in die Schüssel geben. Seht ihr? Jetzt fängt es an zu krümeln. Wie gut das wieder Spüle ist. Der Teig ist nun fertig und jetzt könnt ihr ihn einfach in die Form gießen. Toll, wie der verläuft. So erzählt ihr ein ganz gleichmäßiger Tortenboden. Den Rest könnt ihr mit einem Schaber oder einem großen Löffel aus der Form rausnehmen. So, fast aller Teig ist draußen. Perfekt. Weiter geht's. Schüssel wegstellen. Und bei dem Teig ist das super. Ihr könnt auch hier einmal durch ein bisschen Bewegen der Schüssel dafür sorgen, dass überall Teig hinläuft. Fertig. Jetzt kann er in den Ofen. Den Backofen heizen wir jetzt vor, und zwar auf 180 Grad. Sobald der heiß ist, kommt dann unser Kuchen rein. Der Kuchen ist jetzt im Ofen. Wenn der gelb, golden, braun ist, kann der raus und ist schon fertig. Das dauert nicht lang, ungefähr 8 bis 10 Minuten. Riecht mal, es riecht überall schon ganz lecker nach Gute-Laune-Kuchen. Während der Kuchen im Ofen ist, starten wir schon mit den Vorbereitungen für den Belag. Dazu schneiden wir die Bananen in gleichmäßige Stücke. Die Kirschen, die haben wir ja bereits abgetropft. Die warten im Sieb darauf, dass sie endlich auf den Kuchen verteilt werden können. Und kein Ding, naschen ist natürlich erlaubt. Der Kuchen ist fertig. Nun muss er noch abkühlen. Dazu brauchen wir das Abkühlrost. Das legen wir oben auf den Kuchen einfach drauf. Und das macht jetzt am besten Mama oder Papa oder irgendeiner von den Großen bei euch zu Hause. Und stülpt das Ganze einmal um. So, jetzt gleich klopfen wir oben drauf. Lockert nochmal den Kuchen ein bisschen raus. Jetzt warten wir ein bisschen und dann können wir den aus der Form nehmen und der Kuchen kann abkühlen. Der Kuchen ist jetzt schon ein bisschen abgekühlt und ich nehme einmal die Form vom Kuchen. Ihr seht, es ist nur ein ganz klein bisschen an der Backform hängen geblieben. Das ist aber nicht schlimm. Der restliche Kuchen kann jetzt abkühlen, während wir schon mal anfangen zu spülen. Das Tortengusspulver kommt in den Topf und unser Gemisch aus Wasser und Kirschsaft kommt dazu. Jetzt wird es so umgerührt, dass keine Klümpchen entstehen. Und alles gut verrührt ist. Dann muss alles einmal aufkochen und ein ganz kleines bisschen abkühlen, bevor wir den Tortenguss auf unseren Gute-Laune-Kuchen drüber tun. Nachdem der Tortenguss jetzt einmal aufgekocht und ein bisschen abgekühlt ist, wird er nun einmal so über den Kuchen verteilt, dass die Früchte gut aneinander kleben und nicht so verrutschen. Nachteil, man sieht das Gesicht ein bisschen weniger, aber der Vorteil ist, es sieht richtig schön rosa aus und hat überall einen ganz tollen Kirschgeschmack. Jetzt muss der Kuchen nur noch abkühlen und dann können wir ihn auf die Tortenplatte machen. So, jetzt sind unsere Gute-Laune-Kuchen fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wünsche euch guten Appetit beim Probieren.